Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Nein, nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch? Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Combray. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Man ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Los geht's. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiß ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf. Und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. So sei es. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Erster Anpfiff und das Spiel kann beginnen. Das ist unser Einsatz. Vollgas! Obere die Windmühle. Jetzt sind wir auch fahren. Oha, das Ding steuert sich natürlich, wie es kommen musste, wie ein Schuh. Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein. Vorwärts! Sie haben einen von uns erwischt! Augen geradeaus! Fahr! So. Hier ist eine Schlammbube, die will ich mal fahren. Wir fahren mal lieber hier oben rauf. Zerstört! Feuer! Habt ihr ihn getroffen? Ich glaub nicht. Ne? Diese Feldgeschütze zerlegen unsere Einheit! Findet raus, woher der Schuss kam! Und macht wird sie gemacht. Dann fertig! Da! Nachladen! In den Orkus geschickt! Sehr gut! Alter, Schimmel! Mann, 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 Mann!
Hier geht's ja richtig ab, ihr Lieben. Desto schneller können unsere Männer vorrücken. Freu ich mich. Was gemacht? Diese MGs halten unsere Jungs auf. Alles gut. Nachladen! Nee, dann nimm doch die Kontrolle im Gegner. Ich sehe mal wieder gerade nichts. Habe ich den. Ja, der ist noch ein Geschütz, oder? Du verpasst hier drüben eine Show, Fitch! Ja, na gut. Also hier lenken und gleichzeitig feuern und dann unter Druck sein ist gar nicht so einfach, Lieben. Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal Battlefield. Bitte, ihr lieben Profis da draußen, die schon die anderen Teile gespielt haben, verzeiht mir bitte, wenn ich gewisse Dinge noch nicht so erkenne und noch nicht sehe und einfach langsamer bin als ihr, habt ihr einfach bitte ein Nachsehen für mich. Ach du Scheiße. Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus. Zack, 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 zack. Los! Jetzt geht's nur auf den Weg dazu zwingen! Oh, wir könnten sogar auch reparieren die gerade, aber dann können wir jetzt halt nicht fahren oder nicht. Okay, weiter! Sie müssen jetzt laufen! Gute Arbeit, Kleiner! Vorrücken! MG, machen wir's fertig! Darf man nicht sein? Nee. Alter Verwalter! Unsere Jungs nicht im Stich! Dreh um! Nicht gemacht! Da muss man nicht hin. Nachladen! Dann kann ich das nicht dafür. Mach mal falsch. Wir müssen die Stellung bei der Wettmühle halten. So, zack, 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 zack. Die Jungs rücken vor. Unterdrückung, Feuer fortsetzen. Lass sie nicht zur Ruhe kommen. Nervt sind hier. Alter. Fritz ist auf dem Rückzug. Sehr gut. Halten und weiter unter Druck setzen. Wir müssen die Stellung bei der Windmühle so, aber halten. Recht auf die Männer. Geht doch. Gut gemacht, Jungs. Jetzt nehmen wir den nächsten Graben ein. Ziel ausgeschaltet. Geht doch. Wir gehen in die Panzerung. Da oben war nämlich auch noch eins. Muss mal ganz kurz uns mal hier reparieren. Alles klar! Bring uns in Bewegung, Fahrer! Mach mal, Feuer.
Feldgeschütz ausgeschaltet! Alter Finne! Das fängt Mutter, richtig gut an, das Spiel. Sekunde, Sekunde, ich muss nachladen. Und mich reparieren. Da, hier kommt Jonas Lee Jones. Wer doch! Wir bleiben dran! Zack, 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 zack. Ich mach euch für euch. Dann wieder reparieren hier. Da ist noch ein Geschütz. Mach Lars, schnell! Nein! Wir sind okay, aber diese Schüsse sind gefährlich! Geschafft! Geht doch. Ui, das war hart scharf mit ihm. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Alter, wie nervt das. Dann ja auch ein bisschen doof, ne? Hier hinten läuft doch alles! Komm schon, halt jetzt kurz durch! Nix da. So, das müssen wir jetzt noch schnell machen. Oh Mann. Da war ja viel kaputt. So, los geht's, Ding. Ach, das fahren wir wieder. Brauchen wir nicht mehr. Schnell, schaltet das Geschütz aus! Wo denn? Da, ja. Wir werden dann sehen. Zu den Ruinen! Schnell! Du bist zu nah an dem Feldgeschütz! Ich seh's ja noch nicht mal, das ist Problemchat. Ja. Feldgeschütz geräumt! Oh, haue, 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 geht's hier los? Oh, das andere noch. Wo ist das andere? Da. Das Geschütz hält uns. Haltet diese und schaltet die restlichen Jerrys aus. Feuer. Sturmpanzer! Da kommt der! Dieser
Oh. Der Kreuzer schießt unsere Jungs in Stücke. Edward, bring uns hin. Wie sind die Schwachstellen an? Oh, oh, das ist gut geblieben. Ich muss jetzt fahren. Sehr gut, wir haben es geschafft, ihr Lieben. Puh, das war haarscharf, das war richtig knapp. Ich muss aber jetzt mal zurückrollen. Weil das... Meine Güte, da kommen immer mehr Jerrys! So. Es ist uns gelungen, vorzurücken. Sehr gute Arbeit, Jungs. Wir fahren weiter. Los geht's. Die Bösen lassen uns Feuer regnen. Köpfe runter. Kein Schuh. Sie bewegt sich nicht. Finch, geh raus und sieh dir das an. Pass auf deinen Arsch auf, Finchy. Edward. Ja, okay, raus. Edwards? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Ja, ja, würde ich ja gerne. Aber wie? Ich mache auch was falsch, ich weiß es. Aha, auf der anderen Seite. Reiß dich zusammen und mach deinen verdammten Job. Hey, komm wieder rein, Edward. Ah, okay, jetzt. Edward, repariert die und komm wieder rein. Scheint alles repariert zu sein, das war ja ein Vorhaben. Schneller, Fahrer! Erst kämpft den verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot. McManus, reiß dich zusammen! Aber erst mal entkommen. Bring uns zu dem Dorf, Fahrer! Dort sitzt die Artillerie. Achtet auf das Geschütz! Ja. So, nochmal schnell hier reparieren. In Ordnung! Danke, Bash! Erwischt! Weiter! Eieieiei, das ist ja mega geil. Das war alles. Verzieh dich, Kaiser! Durch. So, müssen wir keine Geschütze killen. Ja,
Geschütz! Achtung! So, was ist das? Da vorne. Feuer mal! Geschütz erledigt! Los! Deswegen mag ich keinen Panzer fahren, weil man irgendwie immer in Gefahr ist. Sonst können wir die zerstören? Ja. Sehr gut, Jungs, weiter! Feldgeschütz in der Nähe! Ich kann so froh sein, dass wir das alles nur durch das Spiel hier erleben und nicht da irgendwie mittendrin sind. Falsche Richtung!
Achso, soll ich das hier erhöhen, okay. Nicht nachlassen, Jungs! Bald gehört diese Stellung uns! Eigentlich, ich hab's schon jetzt, aber ihr wisst es schon, ne? Übelst.